Netz ist weg. Ich melde mich zurück von der Siegessäule. Neben mir steht Maruscha. Hallo. Hi. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin nur aufgeregt. Super aufgeregt. Warum? Beim Auflegen oder? Ja, vom Auflegen. Und es verschiebt sich immer mehr nach hinten. Und wenn man weiß, wie man so mit Aufregung dealt, ist das natürlich immer schlimm, wenn sich das immer weiter noch verschiebt. Aber ich denke mal, nach der ersten Platte wird alles bass. Ich dachte ja, du bist so eine knallharte Technomaus, schon so lange im Business. Du steckst es mal so ganz locker weg. Ja. Also das sagt immer, denkt jeder von mir. Wahrscheinlich funktioniert es deswegen so gut. Aber ich habe schon immer super Panik, also gerade bei so großen Sachen, ja. Es ist auch für dich das erste Mal, oder? Wie bei der Abschlusskundgebung. Also auf der Strecke, ja. Letztes Jahr war ich in Amerika auf Tour zu der Zeit. Und weißt du schon, was du spielst? Ich spiele heute Oldschool-Programm, und zwar alte Breakbeat-Nummern, 4 Jahre alte, zum Beispiel Six Days on the Run. Also richtige, schöne Love Parade-Musik. Also ich denke auch, die 20 Minuten nutze ich auf keinen Fall dazu, um mein aktuelles Programm zu spielen, sondern das ist eher so einfach so ein File, coole Platten zu spielen, die einfach schon immer ein geiler Hit waren und Hands-Up-mäßig sind. Einfach Piano, geile Voices, das ist so mein Ding heute. Ja, klingt doch gut. Ja. Was gibt's Neues bei dir? Was machst du so? Ich habe eine neue Single gemacht, die heißt Best Friend, und ein absolutes, mega geiles Video gedreht vor 2 Tagen. Hamburg. In Hamburg. Und das ist also wie in einer Raumstation mit unheimlich geilen Leuten. Und es wird sehr spacey, so ein bisschen wie das Michael Jackson-Video Scream. Aber natürlich viel besser. Mit und weniger Geld. Wahrscheinlich. Ja. Weniger Geld. Sag mal, gefällt es dir hier so? Ist das dein Ding? Also, es ist mir ehrlich gesagt sehr voll. Also, aber ich liebe es, trotzdem nah zu sein. Es ist einfach so die Affinität der Gegensätze.
Ich hätte jetzt Angst, da unten zu stehen, wirklich, weil ich leide ein bisschen an Klaustrophobie. Also ich brauche irgendwie immer so das Gefühl, ich kann irgendwo hin entwischen, dann ist es cool. Ja, dann stehen wir hier richtig, oder? Ja, hier ist gut, ja. Aber das ist echt eine Krankheit. Also ich kann auch ganz schlecht Aufzug fahren. Also das ist so, wenn ich weiß, da sind viele Menschen und ich kann irgendwo hin raus oder ich weiß, da ist so eine Art Emergency Exit, ist cool. Aber ansonsten klingt tierisches Herzrasen. Aber es ist schon faszinierend und es ist sehr gänsehautmäßig, weil die ganze Stadt Berlin ist mal original im Ausnahmezustand. Du gehst keine 3 Meter auch außerhalb dieser Area und es sind lauter Raver da. Also es ist schon geil. Alles klar. Ich danke dir vielmals und wir gucken uns den Ausnahmezustand noch ein bisschen an. Und ich gebe mal zurück an die Bilder. Bis gleich.